Hi und herzlich willkommen zurück bei Space Engineers. Wir haben in den letzten Folgen ja hier unsere Basis so weit ausgebaut, dass sie funktioniert, dass wir hier unten unser kleines Scout-Schiff haben, ein kleines Schiff zum Bauen von Teilen und unser Mining-Schiff. Also soweit sieht hier alles gut aus. Strom haben wir natürlich auch. Solarzellen haben wir genügend, so dass wir hier ein bisschen was produzieren können. Ich habe überlegt, ob wir eine Art Schiff bauen, was uns etwas mehr Mobilität ermöglicht, womit wir durch die Gegend fliegen können und was uns dann als Basis dient. Leider, oder was heißt leider, das ist natürlich dann ein, naja, sagen wir mal, etwas größeres Projekt. Und daher überlege ich gerade, wo, wenn wir diese starten wollen würden, wir denn damit anfangen könnten. Eine Sache, die ich gerne noch hätte, wäre vorher aber ein Anschluss nach draußen, mit dem ich auf unsere Systeme hier drinnen zugreifen kann. Mal kurz, wir hätten hier natürlich dieses Teil. Das wäre eine gewisse Möglichkeit. Okay, das wäre eine Idee. Ich schnapp mir jetzt hier rüber, genau. Habe ich hier Steine drin? Das weiß ich nicht. Die habe ich irgendwo anscheinend eingesammelt. Packe ich erstmal hier irgendwo rein. So, Produktion. Frachtcontainer. Einen kleinen Frachtcontainer lasse ich mal bauen. Und dann werde ich den dort ransetzen auf der anderen Seite. Und dann können wir darüber entsprechend zugreifen. Perfekt. So, ich baue hier mal. Gucken wir mal kurz. Ja. Nehmen wir hier ein bisschen was weg. Okay. Oh, ach ja, die Steine habe ich hier gerade eingesammelt wahrscheinlich. Die lagen hier rum. Macht Sinn. Ja. Hier liegt auch noch ein bisschen was rum wahrscheinlich. Okay. Da unten haben wir noch was. Oh, da auch. Und jetzt können wir es bauen. Perfekt. Liegen auch noch ein paar Steinchen rum. Oh. Dann haben wir hier eine gewisse Plattform. Wunderbar. Mit der wir ein bisschen was anfangen können. Vielleicht mache ich hier dann noch eine Schräge ran, falls mal irgendwie das Hydrogen ausgeht. So, und dann kann ich hier rüber Montageanlage, mir den ganzen Kram besorgen. Geh mal kurz auf eine Raffinerie und hau hier noch die paar Steine rein, die ich da gerade angesammelt habe. Frachtcontainer. Kleiner Frachtcontainer. Und wir setzen. Jetzt gucken. Setzen den mal so hier hin. Bauen den einmal fertig und dann kann ich hier rüber schön auf alles zugreifen und zum Beispiel ein A. Oh. Echt verschrieben. Ein Fahrwerk uns entsprechend hier zusammenzaubern. Nochmal kurz, was haben wir? Wir haben nicht sehr viele Platten mehr. Das heißt, davon werde ich auch nochmal welche in Produktion geben. Ah, okay. Montageanlage. So, dass wir hier zumindest mal diesen kleinen Bereich noch fertig schweißen können. Perfekt. Super. Jetzt gehen uns hier schon die Platten aus. Aber hier kommt ja gleich ein bisschen was nach. Genau. So, Montage. Das Zeug rein. Und dann haben wir als erstes brauchen wir ein Fahrwerk. So. Wunderbar, das sieht doch schon mal
ganz gut aus. Von da können wir dann nach oben weggehen. Müssen ein bisschen schauen, in welche Richtung wir das Ganze designen. Okay. Mal kurz nach den Cockpits. Wir werden ja auf jeden Fall welche brauchen. So, schauen wir mal kurz, wie sind denn hier die Anschlüsse? So, ich weiß ja gar nicht, wo oben und unten ist bei dem Cockpit. Das war ja immer noch das Problem. So. Das wäre eine Möglichkeit. Also von hinten ran. Ich glaube, so rum ist es, ne? Nach oben dann entsprechend. Das ist vielleicht dann noch nicht das Richtige. Okay. So, also erstmal gebe ich hier noch ein bisschen was in Auftrag. Wir werden ja relativ viel von dem Zeug benötigen. Und wir brauchen Cockpit. Natürlich ein Cockpit. Ich ziehe es mal nach hinten kurz. Okay. Fangen wir erstmal kurz an, hier den Fuß fertig zu bauen. Super. Hoppala. Dann gehe ich hier einfach mal ein bisschen nach. Hoppala. Ich habe hier die falschen Teile gebaut. Ich hoffe, nur da. Müsste aber eigentlich. Die Schräge habe ich ja zum Schluss gebaut. So. So. Okay. Passt es? Oh, sieht gut aus. So, dann habe ich hier erstmal eine gewisse Schiene, um wo wir anfangen können. Vorne würde ja unser Cockpit raufkommen. Mache ich mal nach hinten noch fest. So, einmal zurück. Montageanlage. Super. Schrauben hier einmal das Cockpit fertig. So, das wäre das. Nach unten hat es einen Anschluss. Nach hinten nicht. Und das heißt, ich brauche Produktion, Förderband. So ein Förderband. Das wir dann unten drunter setzen. Von der Breite her, wie breit sind denn die Teile? 2 bzw. 3. Von der Breite wäre das dann etwa so. Das wäre unsere Schiffsbreite. Gucken wir mal, ob das so klappt. Okay, passt erstmal. Hier unten den kann ich jetzt wegschneiden, richtig? Ja. Okay. Dann schnappe ich mir hier unser Förderband. Ja. Gehen mal hier hin. Guck mal, dass wir das vielleicht gerade. Ja, perfekt. Sitzt. Wunderbar, passt. Mach mal Licht an. Dann sieht man ein bisschen was. Die Frage, unsere Station dafür abzubauen, macht, glaube ich, auch nicht so großen Sinn. Ich hätte schon gern irgendwie eine Art Basis, ne? Wir könnten überlegen, ob wir eine Raffinerie dafür abbauen, die wir hier haben. Ich überlege auch gerade, in welche Richtung ich das ausrichte. Ich kann es ja mal kurz probieren, indem ich eine Raffinerie nehme. Das Ganze hier drauf platziere. So wäre zum Beispiel eine Möglichkeit. Dann sind die allerdings nach innen. Das wäre dann schon ganz schön breit. Aber wenn wir das so bauen, sitzen die da. Okay. Wäre eine Idee.
Wie rum machen wir das jetzt? Bauen wir die ab? Ich würde sagen, wir bauen die hier ab. Okay, also wir brauchen gleich noch ein Stromsparmodul. Und ein... Ist das ein Effektivitäts? Ich glaube ja, ne? Das Effektivität ist das hier. Ja. So, dann gehen wir aufs Kontrollfeld. Raffinerie Nummer 3. Schalten wir aus. Förderbandsystem nutzen auch aus. Ich schnapp mir hier mal die anderen Raffinerien. Das ist ziemlich voll bei den anderen. Oh, und dann haben wir hier noch großen Frachtcontainer. Da können wir hoffentlich das reinpacken. Genau, dann kriege ich jetzt die Sachen hier weggeschnitten und da oben rein. Perfekt. Energy low. Ja, einen Moment warten. Inventory full. Ups, jetzt haben wir hier ein paar Sachen verloren. Das ist nicht gut. Müssen wir uns ein bisschen beeilen, nicht, dass die uns wegfliegen. Ah, so viel zu beeilen. So, zack. Fertig. Hier kurz zurück. Okay, wir haben, glaube ich, alles. Super. Dann schnappe ich mir hier unten schnell, bevor wir dann Energie auffüllen müssen, ziehe ich hier einmal das entsprechend lang. So. Und dann haben wir hier Effektivitätsmodule, die da ran müssen. 1, 2. Und wir haben hier hinten noch Stromsparmodule. Hier fehlt jetzt irgendwie eine Stahlplatte, wahrscheinlich, weil wir die dann in der Raffinerie versenkt haben. Nicht so schlimm, aber einmal kurz vielleicht irgendwo aufladen. Wartet mal. Was wir machen können, wir können uns hier oben ja aufladen, an dem Cockpit, ist nicht so weit weg. Und wir ziehen uns hier auch gleich Sauerstoff und Hydrogen. Perfekt. Okay, was wir noch brauchen, ist natürlich dann einen Erdsensor. So, super. Genau, Raffinerie haben wir. Dann müssen wir auf jeden Fall noch eine zweite Raffinerie in Auftrag geben. Sieht's hier aus. Raffinerie, gleich eine zweite auf die andere Seite. Zack. Haben wir. Gut, bauen hier erstmal kurz den Unterbau. Fehlt mir, weil ich gerade keine Stahlplatten habe. Habe ich die nicht mitgenommen? Ah. Montageanlage. So, können wir hier drüben weiter das Zeug wegschmeißen. Okay, passt. Liegt nichts mehr rum, glaube ich. Dann sollten wir hier die Raffinerie fertig bauen können. Super. Also Raffinerie 1 steht. Genau. Und auf der Gegenseite brauche ich dann noch eine zweite Raffinerie. Achso, liegt hier unten noch drinne. Mal kurz, wie haben wir die hier gebaut? Eine nach oben, eine nach unten. So, dann brauchen wir die auch so rum, würde ich sagen. Okay. Super, die sitzt dann so. Dann müssten wir dort, kommen dann noch Montageanlagen vorne ran. Ich würde natürlich auch überlegen, ob wir unsere Basis dafür ein bisschen abbauen. Das habe ich aber gerade mit der Raffinerie ja schon gemacht. Ich glaube, wir machen das sinnvollerweise eher so, dass wir es anders strukturieren. Das muss ja nicht sein, dass wir hier unsere Basis dafür aufgeben. Die können wir schon haben, auch wenn es natürlich jetzt ein bisschen einfacher wäre, die Sachen hier gegebenenfalls rauszuziehen. Okay, wir nehmen mal hier die Sachen aus dem Frachtcontainer, gehen auf die Montageanlage, nehmen uns hier noch mit, was wir brauchen, gehen hier einmal hoch.
können hier schon mal die Sachen bauen, die wir brauchen. Und was haben wir noch? Wir brauchen natürlich ein Effektivitätsmodul, zwei davon am besten. Und Stromsparmodule, auch zwei. Okay. Sitzt da gleich alles drinne. Nehmen hier schon mal ein paar Sachen mit und dann können wir das ja schon mal vorplanen. Hier eins. Effektivitätsmodul. Jetzt haben wir die so rumgebaut. Okay, wartet mal. Machen wir die wenigstens gleich. Na gut, so geht's auch. Zack. Zack. Bei dem müsste es eigentlich egal sein. Genau. Wir gehen hier zurück. Und basteln schön weiter an unserem Schiff. Okay, gucken wir mal, was hier alles... Da sind ganz schön viele verschiedene Komponenten. Und so richtig schnell geht es auch nicht. Und die krassen Sachen kommen ja noch, wie zum Beispiel dann eben Triebwerke. Kann ja schon mal kurz gucken. Am Ende werden wir nämlich diese Triebwerke brauchen. Und dann eben wahrscheinlich die hier noch. Und wenn ich das richtig sehe, kommen die dann dorthin. Bauen vielleicht sogar noch eins höher. 6. So. Hier das eine Triebwerk. Boah, das macht ja, also, naja, macht schon Eindruck. Frage, ob es dann zu weit... Okay, das können wir ja später noch ändern. Wir können dann eher noch das Cockpit vielleicht umsetzen. Machen wir mal eins nach dem anderen. Hier werden jetzt erstmal noch die ganzen anderen Teile gerade zusammengebastelt. Das wird alles hier noch eine Zeit dauern. Wir werden wahrscheinlich zwischendurch auch nochmal irgendwas anderes holen müssen. Also, irgendwas anderes. Was wollte ich denn sagen? Wieso ist denn eigentlich die Batterie hier leer? Hier eine Batterie, die steht auf Auto. Zufuhr ist drinne, Abgabe ist auch drinne. Okay. Wir verlieren derzeit anscheinend Energie auf den Batterien. Das heißt, ich werde mal Folgendes machen und mal unseren Reaktor hier einschalten, dass uns nicht der Strom ausgeht. Sollte es hier nämlich besser aussehen, Zufuhr deutlich besser. Wunderbar. Dann hier in der Montageanlage uns die nächsten Sachen holen. Wartet mal, so. Na. Und gehen hier nochmal nach oben. Okay. Genau, das ist dann das Kernstück unseres neuen Schiffes. Ich gucke kurz, wo sind hier... Hier in dem Frachtcontainer sind noch die Teile drin. Okay. In der Montageanlage werden dafür die letzten Teile produziert. Okay. Gut, dann schraube ich das hier doch erstmal fertig. Genau, hier werden wir auch gleich fertig werden. Sieht auch gut aus. Zwei Raffinerien. Bei der Montageanlage überlege ich gerade eins oben. Ah, die sind, ich muss sagen, die Raffinerien habe ich falsch rumgebaut. Wären andersrum irgendwie sinnvoller. Oder. Wartet mal. Jetzt hier nicht weg, ne? Wie mache ich denn das jetzt? Ich mache einfach kurz mal den hier. Ah.
Teile sitzen. Ja, sehr gut. Und dann drehe ich das hier einmal. So, zack. Wunderbar. Komplett. Gehe hier einmal auf Produktion, Montageanlage. Sehr gut, irgendwo fehlten hier noch Sachen. Okay, hier ist vollständig. Da auch. Was habe ich jetzt noch übrig? Das ist dann wahrscheinlich für die Montageanlage, oder? Montageanlage. Zack. So, die drehen wir hier mal am besten so. Ich guck mal, wie die hier ausschaut. Assembler, so rum. Perfekt. Wunderbar. Energy low. Okay, Energy low. Kümmern wir uns gleich drum. Fliegen da oben einfach ins Cockpit rein. Strom sollte jetzt ja kein Problem mehr sein. Okay, einmal aufladen lassen. Und dann ist die Frage, was brauchen wir? Wir brauchen als zweites auf jeden Fall einen Sauerstoffgenerator. Mal kurz. Sauerstoffgenerator. Können wir gerne da drüber packen. Genau, und der... Wäre das denn nicht auch praktischer, wenn das hier unten wäre? Wartet mal, eine Sache habe ich ja noch. Ich brauche eine Krankenstation. Und da drüber den Sauerstoffgenerator. Genau, das war die Idee. Ja. Mal gucken, auf der Seite sollte der natürlich noch einen Zugang haben. So, Sauerstoffgenerator und Krankenstation ist dann das nächste, was ich hier in die Produktion gebe. Sauerstoffgenerator, Krankenstation. Das können wir hier erstmal mitnehmen. Genau. Hier schraube ich jetzt das Teil mal fertig. Könnte hier jetzt ein bisschen was von den Komponenten reinpacken. Sauerstoffgenerator. Montageanlage. So. Genau, und hier drunter dann eben die Krankenstation. Ich weiß gar nicht, ob das so am... Ja doch, das ist ganz okay so. Genau. Hier vorne würden dann noch auf jeden Fall die Teile so etwa kommen, damit hier erst die Wand kommt. Okay. Dann könnte das sein, dass unser Cockpit vorne vielleicht doch nicht die beste Lösung ist. Das werden wir noch merken. So, fehlt mir jetzt ein Computer übrigens. Weiß ich nicht. So, also ich sammle mal kurz hier alles ein. Gucke ich mal, ob hier irgendwo was in andere Bereiche außer die Montageanlage gepackt wurde. Hier unten... Liegt im Schweißer, liegen zwei Eisen, die nehme ich mal mit. Sieht aber sonst nicht so aus. Dann hau ich am besten noch einen Computer rein, ne? Hört ja nicht groß. Super, haben wir. Schraub hier erstmal die Sachen fertig. Computer sind hier okay, dann brauche ich den einen Computer vielleicht doch nicht. Dann hatte ich mich nur irgendwie vorher verkalkuliert. So, schmeißen den also raus. Montageanlage.
So, jetzt fehlen uns die medizinischen Komponenten noch. Das ist normal. Bei dem bin ich mir jetzt nicht sicher, ob der andersrum nicht sogar besser wäre. Ah. Könnte aber auch hier noch rüber. Ja, der wäre an. Verdammt, ich habe die falsch rumgebaut. Die Montageanlage. Aber nicht so schlimm. Lieber jetzt als später. Fällt aber gerade auf, dass da Sachen drin waren. Hm. Okay. So, die muss nämlich so rum, dass... Ah, jetzt auch wieder falsch rum. Dass der Ausgang auf der Rückseite ist. Voilà, falsche Taste. Und hier vorne steht hier was dran. Okay. So. So rum muss die Montageanlage. Allrohr groß, um Sauerstoffgenerator zu bauen. Jupp, falsche Taste. Beziehungsweise falsch ausgewählt. Montageanlage. Das ist es, was wir brauchen. So, okay. Jetzt sitzt es wieder ordentlich gleich. Genau, wo sind unsere... Hä? Haben wir die jetzt verloren? Ist ja verrückt. Wir hatten doch so viel Stahlteile, habe ich die nicht? Die habt ihr doch da reingeschmissen. Ah, hier sind sie. Ah, okay. Die schwebten daneben. Okay. In Ordnung. Dann holen wir uns hier die nächsten Sachen, die wir hier brauchen. Produktion. Ich breche das kurz mal hier ab. Das brauchen wir nämlich gerade nicht. Gehe erstmal auf das. Und hier haben wir jetzt irgendwo die anderen Sachen verloren. Nämlich das einmal. Die Komponenten. Dann bauen wir doch hier schnell noch die Krankenstation fertig. So. Nee, Inventar war richtig. Die Sachen. Und bei Produktion jetzt Stromsparmodule. 2 Stück. Und Produktivitätsmodule. 1. Strom. Produktivität. Ja. Gucken, ob wir die jetzt bauen können. Sollte aber gehen. Das ist das Produktivitätsmodul, richtig? Das kann ich ja gar nicht so draufsetzen oben. Hätte ich das auch nicht drehen brauchen. Ah, naja. Gut, aber es ist dann zumindest egal, wie rum es ist. Insofern war das Drehen jetzt wenigstens nicht schädlich und wir müssen es jetzt nicht unbedingt zurückdrehen. So würde das Ganze ausschauen. Da oben kriegen wir dann vielleicht noch einen Sauerstofftank ran. Müssen wir mal gucken. Hier vorne muss ich, glaube ich, ein bisschen Platz schaffen noch. Das ist mir ein bisschen zu knapp hier mit dem Cockpit. Weil hier sollen ja dann diese Triebwerke ran. Nochmal kurz hier das hin. Jetzt schaue ich nochmal. Genau, da würde das Triebwerk rankommen. Dann nehme ich das hier weg. Hoppala. Das wäre eigentlich okay, oder? Die Frage, das Cockpit müsste dann vielleicht doch noch ein Stück nach vorne. Und dann ist die Frage, ob wir da vielleicht ein anderes Cockpit ransetzen. Könnte man alles noch überlegen. Ja. So von der Länge. Dann hier die beiden Triebwerke. Ja, damit wir entsprechend Bremsschub haben. Genau. Hier würde man an den Bereich rankommen. Okay. Nicht eigentlich ganz gut so. Okay, ich gucke nochmal schnell, ob die Sachen hier fertig gebaut sind. Montageanlage. Okay. Lege ich hier nochmal kurz zurück. Wir gucken mal. Was habe ich jetzt noch? Ah, ich habe noch die beiden Sachen für die Krankenstation. Ja, jetzt ist die nämlich auch fertig.
Wir haben oben eh noch keinen Strom, deswegen können wir jetzt da gerade noch gar nichts nutzen. Aber auch nicht tragisch ist, hier werden die letzten Sachen für den Teil hier gebaut. Idee ist dann, ich kann den vielleicht dann schon irgendwann andocken, den Flieger. Wie sieht denn so die Breite aus? Das müssen wir uns in der nächsten Folge dann nochmal anschauen, weil ich will ja später auch Hangars bauen. Ja? Ups, jetzt habe ich hier auf im falschen Feld gesucht. Hangars, die später Schiffe aufnehmen können. Und das müssen wir uns dann nochmal anschauen, wie das entsprechend möglich ist. Wie groß die Schiffe sind, das klären wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut.